Also, folgende Idee. Eure Idee stand nämlich häufiger immer mal wieder in den Kommentaren. Wir machen eine Videoreihe, in der wir immer mal wieder in großen und entspannten Videos Stück für Stück über einen Flugzeugtypen nach dem nächsten sprechen. Denn wir sprechen in allen möglichen Videos hier und da immer mal wieder über ein bisschen Technik, immer mal wieder über ein bisschen Geschichte zum jeweiligen Flugzeugtyp. Aber ich dachte, ist vielleicht ganz cool, wenn wir einem Flugzeugtypen dann immer ein Video widmen und einfach mal ein bisschen genauer darüber quatschen. Und wenn ihr dann die ganze Reihe durchgeguckt habt, das werden bestimmt zumindest die Flugzeuge der beiden größten Flugzeughersteller, also Airbus und Boeing, wenn ihr dann die ganze Videoreihe durchgeguckt habt, dann habt ihr sicherlich schon mal ein ganz gutes Basiswissen über das, was jetzt gerade so am Himmel unterwegs ist. Und dann würde ich sagen, macht Airbus den Anfang. Und zwar ganz chronologisch, wir fangen an mit dem Airbus A300. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dann ist es schon wirklich beeindruckend, wie lange es den US-Flugzeughersteller Boeing schon gibt und wie lange die schon Passagierflugzeuge bauen. So Mitte der 1970er Jahre konnte man eigentlich als Fluggesellschaft, als große Fluggesellschaft, als große internationale Fluggesellschaft einfach zum amerikanischen Hersteller gehen und sich ein ganzes Portfolio an Passagierflugzeugen bestellen und man hatte alles, was man braucht. Und musste nur zu Boeing gehen. Vor allem hatten die Amerikaner den Jumbo. Der stand kurz vor seinen besten Jahren und ja, der klingt nicht nur cool, sondern der hat auch echt total viel Sinn gemacht bei vielen Fluggesellschaften. Und die Europäer, die wollten da natürlich mitmischen. Sie wollten ein Gegengewicht schaffen. Und das konnte man nur schaffen, indem man seine Kräfte bündelt. Denn Kapital und Ressourcen, das hatte kein Flugzeughersteller in Europa alleine, sondern man musste sich zusammentun. Das war von Anfang an klar. Und da musste man sich Ende der 1960er Jahre überlegen, was hat Boeing denn noch nicht im Programm? Und dann kam man darauf, man möchte jetzt irgendwie ein Verkehrsflugzeug entwickeln mit zwei Triebwerken, mit einer ganzen Menge Platz für bis zu 300 Passagiere, das dann Kurz- und Mittelstrecken bedienen kann. Und auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen banal klingt, Boeing hatte so ein Flugzeug tatsächlich nicht im Programm. Es gab die Boeing 737 mit Platz für vielleicht allerhöchstens 150, 160 Passagiere und dann gab es die riesige Boeing 747. Eine Boeing 757 und eine 767 gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die kamen erst Anfang der 80er Jahre. Also war die Idee doch schon mal gar nicht schlecht. Potenzial ist auf jeden Fall da. Jetzt muss man nur dafür sorgen, dass das erste gemeinsame Projekt, was man als Airbus-Gruppe angeht, dass dieses erste Projekt auch wirklich ein erfolgreiches Projekt wird. Sonst macht das Ganze, was man da probiert, schon mal gar keinen Sinn mehr. Obwohl man muss auch dazu sagen, vom Ding her ist es ja gar nicht das erste gemeinsame Projekt. Denn was man wirklich nicht vergessen sollte, die Briten haben ja zusammen mit den Franzosen, die dann auch den Airbus bauen wollten, schon zusammen an der Concorde geschraubt, Erstflug 1969. Mit diesem Flugzeug wollte man den Amerikanern und den Russen zeigen, dass man durchaus als Europäer ein Flugzeug bauen kann und auch durchaus wegweisende Technologien auf den Markt schmeißen kann. Bedeutet, die französische Seite des Concorde-Projekts war auch die gleiche französische Seite, die am Airbus-Projekt mitwirkte. Letztendlich war Airbus dann natürlich ein Zusammenschluss vieler namhafter Unternehmen, von deutscher Seite, britischer Seite, französischer Seite und auch spanischer Seite. Irgendwann hieß das Ganze dann mal EADS, mittlerweile heißt es nur noch Airbus. Aber zurück zum ersten gemeinsamen konventionellen Flugzeug, dem Airbus A300. Natürlich gab es von Anfang an so ein paar Zweifel, ob man das Ding denn wirklich braucht und ob man das denn wirklich so hinbekommt, wie man sich das gedacht hat. Aber die Zweifel gibt es sicherlich immer, wenn viele verschiedene erfahrene Unternehmen zusammenkommen, sich an einem Ort treffen und jetzt wirklich ein Flugzeug bauen wollen. Tja, diese Zweifel hat man dann aber irgendwann aus dem Weg geräumt, man hat das irgendwann hinbekommen und wirklich beschlossen, wir bauen dieses Flugzeug jetzt. Aber man stand ja ziemlich doll unter Druck, denn man musste ein Flugzeug bauen, was vom Ding her ab Tag 1 den Fluggesellschaften gefallen muss und funktionieren muss. Denn ansonsten macht dieses ganze Projekt, Europäer wollen zusammen Flugzeuge bauen, einfach keinen Sinn. Ja, und deswegen entschied man sich von Anfang an dazu, so viele Unbekannte wie möglich sofort von Tag 1 an aus der Gleichung rauszustreichen. Und deswegen entschied man sich auch dazu, das Flugzeug direkt mal ein bisschen kleiner zu machen als das, was man eigentlich im Kopf hatte. Und man nahm Triebwerke, die es schon gab, bewährte Motoren, sodass man jetzt nicht auf Krampf mit Rolls-Royce irgendwelche neuen Triebwerke entwickeln musste, die dann womöglich auch noch Probleme machen. Und so konnte man dann tatsächlich schon im Jahre 1972 den ersten gemeinsam gebauten Flieger, den ersten A300B, mit bewährten amerikanischen Motoren, General Electric Triebwerken unter den Tragflächen in die Luft schicken. Also mittlerweile war klar, die Unternehmen, die sich da zusammengetan haben, die können auch durchaus etwas bauen, was nicht gleich wieder vom Himmel fällt.
in Serie gehen, musste jetzt aber die natürlich versprochene längere Version, der A300B2. Das Ding hatte dann Platz für bis zu 345 Passagiere. Erstkunde war damals Air France und dazu kam dann auch noch die Lufthansa. 1974 wurde die erste Maschine dann an Air France ausgeliefert. Und der erste deutsche Betreiber war 1975 dann die deutsche Charterfluggesellschaft German Air. Haben vielleicht viele noch nie was von gehört, ist eine kleine Fluggesellschaft, die hatte 8 oder 9 Flugzeuge dann in der Flotte. Da wurde dann irgendwann die Bavaria German Air draus und die fusionierte dann mit Hapag-Lloyd. Aber das Flugzeug, das Airbus da jetzt gebaut hatte, das war natürlich auch kein Wunder. Airbus war jetzt auch nicht sonderlich bekannt. Sie hatten zwar ein hohes Ansehen, zumindest in Europa, da man eben wusste, da haben sich eine ganze Menge namhafte und erfahrene Unternehmen zusammengeschlossen. Aber in den Vereinigten Staaten von Amerika zumindest, da kauften die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge dort, wo sie sie auch schon seit 30, 40 Jahren oder noch länger kaufen. Und zwar bei Boeing, McDonnell Douglas oder bei Lockheed. Der A300 verkaufte sich schleppend, bis man dann auch mit einem cleveren Schachzug in Amerika Fuß fassen konnte. Und ich erzähle die Story immer wieder gerne. Airbus stellte 4 Airbus A300 der amerikanischen Fluggesellschaft Eastern Airlines völlig kostenlos zur Verfügung. Das Ganze für 6 Monate mit so einem All-Inclusive-Paket, das heißt Service und so war alles mit dabei. Man musste sich vom Ding her um nichts kümmern, man musste nur den Sprit bezahlen. Und die Amerikaner merkten schnell, das, was die da in Europa bauen, das ist gar nicht unbedingt so schlecht. Denn auf US-Inlandsflügen, sprich auf gefragten Kurz- und Mittelstrecken, also auf dem perfekten A300-Territorium, ja, da performte das Flugzeug natürlich gar nicht mal so mies und ja, sorgte für über 30% Treibstoffersparnis im Vergleich zur sonst eingesetzten TriStar. Das klingt natürlich nach einem ziemlich ordentlichen Argument und sorgte im Endeffekt dafür, dass Eastern Airlines insgesamt 32 A300 bei Airbus bestellte. Dazu kamen Fluggesellschaften wie Pan Am, Continental oder auch American Airlines, weil jetzt halt keiner mehr die Vorteile wegreden konnte. Man konnte das Flugzeug einfach total gut auf US-Inlandsflügen gebrauchen. Es machte total viel Sinn. Und somit war Airbus mit ihrem A300 in den USA und damit in der gesamten Welt des Flugzeugbaus angekommen. Airbus hat die Messlatte gelegt für Großraumflugzeuge auf Kurz- und Mittelstrecke. Das, was der A300 demnach nicht konnte, das waren die Langstrecken. Vor allem die frühen Versionen mit unter 4000 Kilometern Reichweite, mit deutlich unter 4000 Kilometern Reichweite, waren für längere Strecken wirklich nicht zu gebrauchen. Dafür musste dann erst der A310 gebaut werden, aber um den geht es heute nicht. Außerdem kommt natürlich noch dazu, dass man rechtlich und auch vom Gefühl her noch gar nicht so weit war, ein Flugzeug mit nur 2 Triebwerken über den Atlantik zu schicken. In den darauffolgenden Jahren mit den immer wieder verbesserten Versionen, zum Beispiel dann mit dem A300B4 oder mit dem A300-600, mit immer noch amerikanischen Triebwerken und immer weiter vergrößerten Tanks und einem erhöhten Abfluggewicht auf letztendlich dann über 170 Tonnen, konnte man dann auch knapp 7000 Kilometer weit fliegen, was wiederum eine ganze Menge ist und dann auch für Transatlantikflüge reichen würde. Die Fluggesellschaften setzten den A300 aber eigentlich nicht auf diesen Strecken ein. Lufthansa zum Beispiel nutzte die Maschine auf Kurzstrecken von Frankfurt nach London oder von Frankfurt nach Hamburg oder nach Berlin-Tegel oder sowas. Strecken, die man sowieso mehrmals täglich fliegen musste, weil einfach so viele Leute von A nach B wollten. Für Airbus war das erste Flugzeug, also der A300, jetzt schon wenige Jahre nachdem sich die Unternehmen zusammengeschlossen hatten und gesagt haben, wir bauen so ein Flugzeug, ein voller Erfolg. Und es war für den Flugzeughersteller die Möglichkeit, ein bisschen rum zu experimentieren und halt eben weitere Flugzeuge daraus abzuleiten. Es gab von dem A300 so viele unterschiedliche Versionen, meist mit sehr kleinen Veränderungen, aber gut durchdachten Veränderungen. Zum Beispiel ließ sich der Airbus A300 ab 1981 als erstes großes Passagierflugzeug mit einem Cockpit bestellen, das nur noch für 2 Personen ausgelegt war und nicht, wie eigentlich üblich, für 3. Das macht für die Airlines total viel Sinn, ist total wertvoll und war auch einige Jahre danach schon absoluter Standard. Das größte Update in der Geschichte des Airbus A300 war dann aber sicherlich die Version A300-600. Denn es wurden viele Bauteile vom jetzt schon fliegenden A310 übernommen. Der A300 wurde technisch und aerodynamisch verbessert, zum Beispiel auch mit den Airbus-typischen kleinen Wingtip-Fences. Und so verkaufte man über die Jahre 561 Airbus A300. Den letzten in der Passagierversion, der wurde im Jahre 2002 ausgeliefert. Danach gab es nur noch Frachter, das ging dann noch bis Mitte 2007. Muss man mal kurz drüber nachdenken, ist ein ziemlich beachtlicher Produktionszeitraum, was natürlich nur funktioniert hat, weil Airbus das Flugzeug immer wieder verbesserte und immer wieder neu auflegte in verschiedensten Varianten. Airbus hatte es mit dem A300 geschafft. Sie hatten es mit ihrem ersten Flugzeug geschafft. Größter Betreiber war sogar eine Zeit lang American Airlines mit 35 Maschinen in der Flotte. Und das muss schon was heißen. Tatsächlich fliegen heute noch über 220 A300 aktiv irgendwo durch die Gegend. Es gibt sie sogar noch in der Passagierversion, allerdings nur noch im Nahen Osten. Iran Air und Mahan Air fliegen jetzt die größten A300-Flotten.
die größten A300 Passagierflotten. Tatsächlich hat Iran Air auch den ältesten noch fliegenden Airbus in der Flotte. Und zwar ein A300B2, also das erste Serienmodell des A300. Und es dauert nur noch ein paar Monate, dann wird der schon 39 Jahre alt. In großen Stückzahlen sieht man das Flugzeug ansonsten nur noch als Frachter. Zum Beispiel bei FedEx, UPS oder natürlich hier in Deutschland auch bei DHL. Denn auch die haben immer noch über 20 Stück davon in ihrer Flotte. Und FedEx hat mit über 70 Maschinen oder mit knapp 70 Maschinen die größte A300-Flotte aktuell noch in Betrieb. Die haben ja auch den neuesten A300, wie eben gesagt. Und er ist nicht mal 12 Jahre alt. Schon irgendwie beeindruckend, oder? Den ältesten A300, den es irgendwie jetzt noch in halbwegs kompletter Form gibt, den kennen die meisten von euch bestimmt auch. Denn da steht jetzt immer noch ganz groß Zero G drauf. Das Flugzeug fliegt zwar mittlerweile nicht mehr, steht aber vor dem Kölner Flughafen. Da kann man sich das Teil angucken. Und ist schon, wenn man so will, ein ganz schön dickes Stück Airbus-Geschichte. Das Flugzeug ist nämlich mittlerweile schon gut 45 Jahre alt. Was man aber natürlich nicht vergessen darf, wenn man über den Airbus A300 spricht, auch die 5 Belugas, die für Airbus im Einsatz sind, das sind Flugzeuge auf Basis des A300. Also es ist wirklich ein Flugzeug, das es in vielen verschiedenen Versionen gab. Vielleicht auch noch ganz interessant, 17 Maschinen des Typs A300 stürzten in den ganzen Jahren ab. Also 17 Totalverluste gab es, dabei starben über 1100 Menschen. Insgesamt mussten in den ganzen vergangenen Jahren 25 A300 abgeschrieben werden. Auch das gehört zu der Geschichte eines Flugzeuges dazu, aber unterm Strich kann man ganz sicher sagen, das war der erfolgreiche Start der Airbus-Geschichte. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen vom Airbus A300 dabei und dann geht es sicherlich irgendwann in den nächsten Tagen mit dem A310 weiter. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Dann bis morgen und tschüss.